Willkommen zu Frequent Traveler TV und wie an jedem ersten Tag des Monats gibt es jetzt auch im März wieder natürlich Lufthansa Miles & More Meilen-Highlights, Meilen-Schnäppchen-Vorschau für den Monat März. Auch am heutigen, was haben wir denn heute? Heute hätten wir ja einen Freitag quasi. Naja gut, ihr wisst ja, dass es am Donnerstag aufgezeichnet worden ist. Haben wir interessante Angebote. Es gibt diese Bundles-Geschichte wieder. Miles & More Kreditkarte bringt in Europa immer noch mehr Meilen, vierfache Meilen. Dann haben wir einige Angebote, die sich natürlich im Rahmen der ITB dann uns erfreuen werden. Da gibt es nämlich dann auch Nettigkeiten, denn es soll sich ja alles in diesem Monat um Meilen und Points drehen. Und was haben wir natürlich noch? Überraschung. Gucken wir uns doch erstmal an. Als erstes Thema natürlich für euch wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch dann ganz wichtig zu kommentieren. Es gibt noch mal eine Geschichte, die ich euch vorher ans Herz legen will und das ist das Statusprogramm 2024. Und zwar, es gibt ja diese extra Benefits. Wenn ihr also quasi den Status erreicht habt und dann mehr Punkte macht, gibt es jetzt im Moment die Select Benefits, die gab es ja früher, das ist ja tot. Da gibt es jetzt andere Vorteile. Und wenn man die Anzahl der Qualifying Coins bzw. die Horn Circle Points hat, dann bekommt man zum Beispiel, wenn man den FTL erreicht hat, ab 700 Qualifying Points einen Upgrade Voucher. Wenn man 800 Qualifying Points hat, Meilentausch von Meilen in Points an Qualifying Points. Also das heißt, ihr könnt dann diesen klassischen Tausch machen. Wenn ihr dann den Senator habt mit 2000 Punkten, 2000 müssen ja von, 1000 müssen ja von Lufthansa Group erflogen sein oder mit Lufthansa Group erflogen sein oder den integrierten Partnern. Wir wollen ja keinen unterschlagen. Bekommt ihr bei 2200 Qualifying Points einen 50 € Gutschein für den World Shop. Wenn ihr dann 2500 Qualifying Points habt, gibt es zwei Upgrade Voucher. Also ist eigentlich schon cool, oder? 3500 Qualifying Points, damit könnt ihr eine Frequent Traveler Partnerkarte vergeben. Wenn es dann weitergeht mit 4500 Qualifying Points, Gutschrift von 15.000 Meilen. Auch eine coole Geschichte. Ab 5500 Points, First Class Lounge Voucher. Und jetzt festhalten, ihr habt mit 6000 gibt es ja den Hon. So. Und dann, wenn man Hon Circle ist und dann die Meilen hat, dann kriegt man ab 7000 und 10.000 Hon Circle Points zwei Upgrade Voucher. Also das heißt, wenn ihr 7000 und 10.000 Punkte erfliegt, kriegt ihr nochmal zwei Upgrade Voucher jetzt. Ab 8500 Hon Circle Points, Gutschrift von 30.000 Meilen. Bei 11.500 Hon Circle Points kriegt ihr eine Frequent Traveler Karte inklusive der 35.000 Meilen. Und wer es schaffen sollte, 13.000 Hon Circle Meilen zu erfliegen in einem Jahr, der bekommt eine Senator Karte inklusive 50.000 Meilen. Ich finde es natürlich schade, dass man da jetzt nicht gesagt hat, wir geben dir einfach 100.000 Meilen. Aber hey, man kann ja nicht alles haben, ne? Weil 100.000 ist ja der alte Wert. Ja, was haltet ihr davon? Was denkt ihr? Wie findet ihr die neuen Level bzw. die Select Benefits, was man damit gemacht hat? Also ich bin da freudig, überrascht und erregt. Aber jetzt lasst uns auf die Shopping-Angebote eingehen, weil das ist ja das, was wir eigentlich wissen wollen, weil wir wollen ja beim Online-Shopping Meilen sammeln und Meilen und Punkte bekommen und da gibt es dann auch Top-Sachen, die man bekommen kann. Und zwar 40-fache Meilen kann man bekommen und zwar bei NordVPN im März. Dann 15-fache Meilen bei LensBest. Wenn man 10-fache Meilen will, dann braucht man bei Brille24, bei Sunglass Hut, bei Ray-Ban, Oakley, Lampenwelt, The Body Shop, Outlet City, aber auch bei Mai und Edlich, Baldur und Gutscheinen von Cadus. Da gibt es auch 10-fache Meilen. Wer 8-fache haben will, der kann bei Komma, bei EMP, Büroshop, Calzedonia, heißt das Calzedonia? Calzedonia. Bei Klos 19, bei Steel, bei Net a Porter und bei Loctane diese bekommen. 6-fache Meilen gibt es bei Galux, Footlocker, Ralph Lauren, Acer, Under Armour und bei Eterna. Also wer ein Hemd braucht, sollte dann bei Eterna kaufen. Aber was ich viel spannender finde persönlich, ist ja diese Bundle-and-Go-Geschichte. Und bei Bundle-and-Go muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen,
war ich überrascht, wie viele Leute das gekauft haben aus meinem Bekanntenkreis. Aber man muss Ehrlichkeit aber auch sagen, es ist schon cool. Also im März bekommt man 30% mehr Meilen auf die Größen S, M und L bei Bundle and Go und so kommt man schneller natürlich zur Wunschprämie. Wichtig ist aber hinaus, dass man natürlich weitere Vorteile hat und es ist ja auch eigentlich kein Meilenverkauf. Na? Man bundelt es halt, damit man es nicht so einfach erkennen kann. Aber ihr wisst ja selber, wie es ist. Und bei Bundle and Go, wenn ihr da drauf geht, ich logge mich mal gerade mit meinem Konto schnell ein. Guck mal, ach, jetzt sagt er mir Technical Error. Das heißt also, ich kann auf Miles & More gerade nicht zugreifen. Hey, wenn ihr Probleme habt mit Miles & More Zugang, schreibt es auch unten rein. Dann können wir das besprechen. Aber auf jeden Fall, ihr erinnert euch, da gab es ja dann diese Geschichten mit Avis und so weiter, wo man dann noch bestimmte Voucher bekommen hat. Also insofern dort eine interessante Geschichte. Aktionszeitraum ist hier der 1.3. bis zum 30.3.2024 für alle, wenn ich es nicht gesagt habe. Ein Thema, was uns natürlich auch als Meilenfetischisten und Liebhaber ja, positiv stimmt, ist Marriott, wenn man dort Meilen bekommt. Ich selber sammle meine Punkte bei Marriott. Wer es aber nicht tut, der kann bis zu 10-fachen Meilen bekommen. Und zwar, man bekommt im Aktionszeitraum bei der Buchung 8 Prämienmeilen pro ausgegebenen US-Dollar. Teilnehmer, die auch Mitglied bei Marriott Bonvoy sind, kriegen nochmal 2 Punkte zusätzlich. Deshalb sind es bis zu 10-fache Punkte. Wichtig ist halt, wenn man im Profil Miles & More als Sammeloption hinterlegt hat. Wenn das tut, dann habt ihr natürlich das Dilemma, dass ihr dann keine Marriott Bonvoy-Punkte mehr sammelt. Aktionszeitraum ist der 1.3. bis zum 31.3. Bei Bundle & Go war er übrigens auch bis zum 31.3. Ich weiß gar nicht, warum ich den 30.3. zum Enddatum gemacht habe. Natürlich haben wir mehr als 31 Tage. Der Reisezeitraum ist vom 1.3. bis zum 31.5. Das heißt also, ihr könnt bis zum Mai reisen und buchen, wenn ihr das jetzt macht. Also ihr müsst jetzt im März buchen, um diesen Vorteil der 10 bis zu 10-fachen Punkte zu bekommen. Wer von euch so wie Mario Weltleser ist, kann diese auch natürlich mit Meilen sich vergolden lassen, und zwar das Abo. Und zwar ist das so, das Weltmarkenabo gibt bis zu 70.000 Lufthansa-Meilen bei einem Jahresabo für einen Preis von 791,88 €. Dafür bekommt ihr natürlich die Welt. Natürlich, natürlich, natürlich. Und das ist auch hier der Aktionszeitraum vom 1.3. bis zum, nein, bis zum 30.4.2024. Also das heißt, ihr habt da etwas länger Zeit, euch dafür dann zu interessieren. Es gibt auch Shopping Days. Das ist auch eine interessante Geschichte in meinen Augen. Denn bei den Shopping Days ist es so, dass es dort mit den 8-fachen Meilen oder bis zu 6-fach, Entschuldigung, bis zu 6-fachen Meilen, gerade 8 geschrieben, also 6-fache Meilen, nur damit wir es nicht missverstehen, sammelt vom 14. bis zum 20. März 5-fache Meilen auf alle Einkäufe mit jeder Marke im Wertheim Village. Und wenn man natürlich Inhaber der Miles & More Kreditkarte ist, dann bekommt man 6-fache Meilen im Aktionszeitraum. Und man bekommt bei teilnehmenden Marken bis zu 20% Nachlass. Aktionszeitraum ist hier der 14.3. bis zum 20.3. Und hier nochmal ein kurzer Hinweis. Das wisst ihr noch aus der Aktion vom letzten Monat, dass es bis Ende Mai 4-fache Meilen auf Umsätze außerhalb Europas gibt. Und zwar für die Miles & More Kreditkarte. Nur als Hinweis, ne? Wobei ich natürlich ein großer Freund von den amerikanischen Kreditkarten bin. Wenn ihr amerikanische Kreditkarten, ne, ich zeige hier die Nummer, ne, da wisst ihr Bescheid. Wir haben natürlich dann, nachdem wir die 6-fachen Meilen haben, auch Worldshop-Angebote. Diese Worldshop-Angebote, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten, denn das Sortiment für den Sommer ist da und da sollte man dann Gas geben. Denn 30% auf Löwe-Geräte sind natürlich nicht schlecht. Wobei ich muss eine Sache vorher sagen. Ne? Also einmal natürlich für den Sommer könnt ihr nochmal gucken, weil da gibt es nämlich neben Reise- und Sommeraccessoires auch Trekking-Rucksack, Premium-Trolley. Also da gibt es andere Sachen, die ihr noch bekommen könnt. Und
Die Laufzeit hier ist vom 1.3. bis zum 31.3. Ob es da jetzt einen Spezialpreis gibt oder sonst nichts, kann ich euch nicht sagen, aber es ist ein Angebot. Also kontrolliert es einfach mal, damit ihr seht, dass da definitiv die Preise sind. Und ihr kriegt natürlich Punkte für euren Umsatz. Und wenn ihr mit der Kreditkarte bezahlt von Miles & More, gibt es natürlich auch nochmal für den Umsatz Punkte. Aber jetzt kommen wir zu den Meilenrabatt auf die Löwe-Geräte. Und zwar ist das bei den Löwe-Geräten so, ich persönlich bin ja ein großer Fan von den Löwe-Geräten gewesen. Wir hatten zu Hause auch einen Fernseher, oder ich bin immer noch ein Löwe-Fan, ja. Aber wir hatten zumindest einen Löwe-Fernseher zu Hause bei meinem Vater. Fand das Gerät immer schön. Und jetzt geht es da Soundgeräte mit 30% Nachlass. Wobei Soundgeräte sind wohl Lautsprecher, schätze ich mal. Gucken wir uns genauer an. Und hier ist der Aktionszeitraum auch der 1.3. bis zum 31.3. Wer allerdings bei Sonos was werden möchte, der kriegt dort Rabatt im Bereich von 27%. Meilennachlass oder Preisnachlass. Also das heißt sowohl als auch. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. So, und jetzt kommen wir zu dem Moment, wo ihr alle drauf wartet. Und das ist Meilenschnäppchen. Ja, Drumroll. Da möchte ich als erstes mit der Economy Class anfangen. Und da wisst ihr das ja wie immer, dass bei der Economy Class auf der Kurzstrecke und in der Business Class auf der Kurzstrecke der Reisezeitraum etwas anders ist als der Buchungszeitraum. Der Buchungszeitraum ist ja vom 1.3. bis zum 31.3. und der Reisezeitraum ist vom 15.4. bis zum 31.5. Für 15.000 Prämienmeilen in der Economy bekommt ihr Flüge nach Bremen, Berlin, Paris, Birmingham, Ljubljana, Dublin, London, Bergen, Catania. Catania finde ich äußerst interessant. Kairo, Hin- und Rückflug 25.000 Prämienmeilen, aber da ist dann der Reisezeitraum 15.6. bis zum 31.7. Das ist auch eine Geschichte. Ich cool finde Kairo immer eine interessante Reise wert. Aber wer sagt, nee, mich treibt es nach Nordamerika in der Economy Class, der kann nach Vancouver fliegen. Da ist der Buchungszeitraum und der Reisezeitraum genauso wie bei Kairo. Heißt also, Buchungszeitraum ist der 1.3. bis zum 31.3.2024. Aber der Reisezeitraum ist vom 15.6. bis zum 31.7. Und natürlich kostet Vancouver Meilen und zwar 30.000. Und ihr wisst ja, ihr müsst ja immer dazu die Gebühren und so weiter. Steuern, kommt alles dazu. Wer sagt, nee, Economy Class ist nicht mein Ding, der kann in der Premium Economy nach Austin fliegen. Da sind der Reisezeitraum und der Buchungszeitraum identisch wie bei allen Langstrecken. Soll ich nochmal sagen? Ja, ich sage es nochmal, vom 1.3. bis zum 31.3. Buchungszeitraum, aber der Reisezeitraum ist vom 15.6. bis zum 31.7.2024. Und ihr wisst, Austin kostet Meilen. Das sind aber 40.000 Prämienmeilen, also ein sehr überschaubarer Betrag. Wobei ihr müsst ja wissen, ist immer der Hin- und Rückflug. Also alle Sachen, die ich euch genannt habe, sind immer mit Hin- und Rückflug. Wer nicht nach Austin möchte, wer nicht Premium Economy fliegen möchte, sondern Business Class fliegen möchte, bleibt gespannt, denn in der Business Class gibt es natürlich noch Flüge nach Bremen und Berlin. 20.000, okay, 15.04. bis zum 31.05. ist der Reisezeitraum, genauso auch 20.000 Prämienmeilen zu zahlen. Aber wer sagt, ich möchte weiterfliegen mit 25.000 Prämienmeilen, kann zum Beispiel nach Athen, Istanbul, Zagreb und nach Sofia fliegen. Wer nach Kairo möchte, kann das auch in der Business Class tun für 40.000 Meilen. Reisezeitraum ist hier auch dann der 15.6. bis zum 31.7. Und wer sagt, Premium Economy nach Austin ist nicht mein Ding, der kann auch Business Class nach Austin fliegen. Kann aber auch nach Toronto fliegen, kann auch nach Montreal fliegen. Kostet 55.000 Prämienmeilen plus Gebühren und Steuern. 31.7. ist Ende des Reisezeitraums, aber er beginnt schon am 15.6. Und Buchungszeitraum ist natürlich wie immer der 1.3. bis zum 31.3. Damit haben wir alle Meilenschnäppchen für euch abgearbeitet. Ich hoffe, da ist was für euch bei. Ihr könnt ja unten kommentieren, was ihr toll gefunden habt als Angebot und was ihr euch vielleicht gewünscht hättet als Angebot. Vielleicht erhört man uns ja auch mal und sagt Los Angeles mal wieder. Ich persönlich bin ja großer Freund von Los Angeles. Und damit sind wir wieder am Ende. Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, zu abonnieren. Ich sag tschüss. Machen wir hier eigentlich auch einen Abspann? Ich mache mal zur Vorsicht einfach den Abspann. Also bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr heute wieder bei den Meilen-Highlights und bei den Meilen-Schnäppchen nachgeschaut habt.
Denkt aber dran, abonnieren, Glocke, Like und so weiter. Es hilft uns, als Kanal zu wachsen. Danke, also bis morgen und tschüss. Heute Abend schon? Egal, wann ihr schaut. Also, bis dann. Ciao.